war der falsche Raum. Sicher? Das war der richtige Raum. Hier ist ein Minikit drinne. Hallo meine Freunde der Drachenschlangen und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker-Saga auf 100% mit dem Len 16. Und dem Drau. Kommst du mal her, Len? Warum? Ich habe was gesehen. Okay. Ja, ich habe auch was gesehen. Du hast was gesehen, was ich gesehen habe? Ich habe was gesehen, was du gesehen hast. Du hast was gesehen, was ich gesehen habe. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dich da hoch genug heben können. Nein, natürlich nicht. Jawohl. Du kannst auch ein bisschen hüpfen, oder? Was? Ach, da kannst du dich aber irgendwie... Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Das wollte bestimmt genauso gemacht werden, wie wir es gerade eben gemacht haben. Da bin ich mir sicher. Ich guck mal kurz. Ich finde auf jeden Fall, allein dafür solltet ihr uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und unseren Kanal abonnieren dafür, dass wir das hier direkt am Anfang gefunden haben. Sehr schwer ist das nicht. Oh, ich kann ihn auch weiter versenken. Nee, kann ich nicht. Schade. Ich kann ihn komplett im Sumpf versenken. Also das Auge von dir war sehr, sehr gut. Gell? Ich hab's direkt gesehen gehabt. Ich hab nicht auf die Karte geschaut. Oh, ich bin zu schwach. Nice. Ich krieg's nicht hin, ihn hochzuheben hier. Ah, jetzt klappt's. Ist auch so schön, wie er die ganze Zeit klatscht dazu. Ja. Was würden wir ohne Yoda machen? Da kann man schon mal klatschen hier. Wenn der X-Wing hier aus dem Sumpf kommt... Und es dann ermöglicht, damit zur Wolkenstadt zu fliegen und dann zu entkommen. Also das glaube ich einfach nicht. Darum du versagst. Oh. So, na dann, rein ins Vergnügen würde ich sagen. Starten wir direkt in die Enthüllungen, die das nächste und letzte Level von Star Wars Episode 5 uns offenbaren werden. Ich werde zurückkehren. Terminator-Anspielung, wer hat's erkannt? Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Oh Mann, Lego-Humor on point. Tschüss. Knapp daneben ist auch vorbei. Jetzt hätten wir R2 dabei, jetzt können wir das eine Minikit noch holen. Ich habe irgendwie das Gefühl... Wir kämpfen gegen Vader? Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. Nur dein Hass kann mich vernichten. Gib dich der dunklen Seite hin. Oh, das möchte ich ja vielleicht gar nicht. Und du darfst wieder R2 spielen. Hi. Aua. Oh nein. Ich bin gefallen, Len. Das hat mir nicht gefallen. Hallo, Anakin. Ich kann mal mein Lichtschwert zwischendurch mal werfen. Oh, der macht ja großartigen Schaden. Kann ich auf die Seite wechseln? Dass ich auf Anakins Seite bin? Nee, das geht glaube ich nicht. Das ist schade. Das wäre halt so cool, wenn man wieder gegeneinander kämpfen würde, aber da merkt man halt, dass das Spiel eher auf dem Singleplayer gemacht ist, als auf dem Multiplayer. Was schade ist, weil ich eigentlich finde, dass es im Multiplayer mehr Spaß macht, noch als im Singleplayer. Daneben! Und weg, und weg. Mittlerweile wird's doch was. Du machst ihm ja auch Schaden, von daher. Ja. Haben wir ihn schon die erste Welle abgezogen gerade eben gehabt? Die erste Lebensenergiewelle? Ja, ist weg. Oh! Duell! Wuff. Mittlerweile haben wir ja sogar mal 8 Multiplikator, da müsste eigentlich noch schneller gehen. Doch. Allzu leicht. Vielleicht bist du doch nicht so stark, wie der Imperator dachte. Du musst dieses Ding ausschalten. Ich kümmere mich drum. Ich lass mich mal zu Carbonit machen. Irgendwie geht das hier deutlich langsamer als bei Han Solo. Der war deutlich schneller in Carbonit drin, ne? Beeil dich, mich da dranhängen an die Dinger? Was kann ich mit denen machen? Ich kann die machten, kann ich die? Ah, okay, die kann ich ineinander schmeißen. Es liegt an dir, Len. Fühlst du die Verantwortung? Fühlst du diesen Druck? Mein Leben hängt in deiner Hand quasi. Ja. Oder in deinen, was auch immer du als Hände da hast, als Droide. Elektroschock-Dingern da. Höchst beeindruckend. Und wieder ein Lichtschwert-Duell. Yay!
Luke aber auch andauernd den Highground aufgibt. Ja, Amateur. Ja. Ich werde Yoda nicht enttäuschen. Hat Obi-Wan ihm leider nicht so gut beigebracht anscheinend hier. Ja. So, hier können wir nur kleine Quadrate schneiden. Ich habe was gefunden für mich. Oh, ich habe auch was gefunden für mich. Ui. Ich habe den Knopf gedrückt. Was tue ich? Ah, da geht's weiter. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Was kannst du da machen? Ah, die mittlere Tür auch. Ah, da geht's weiter. Nee, weiter geht's auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, eher Bonus. Nein, da geht's weiter. Safe? Safe. Aber die Markierung zeigt in die, auf die andere Seite eigentlich. Ich guck grad nochmal, ob wir hier noch irgendwas irgendwo was finden können hier. Soll ich schon mal... Was machen die Kollegen hier? Was bringt es euch zu beeinflussen? Ah, das ist ein, kleiner Charakter. Ich glaube, so es gibt's hier nicht. Das ist ein, Schrottsammler, glaube ich. Die Ugnots sind Schrottsammler? Okay, okay. Die haben zumindest dieses Werkzeug. Ja. Der Schrottsammler. Schauen wir, ob wir da jetzt ein Minikit rauskriegen aus dem... Okay. Aber das hättest du auch selber ziehen können. Das hätte ich auch selber ziehen können. Dafür hätte ich den jetzt nicht gebraucht. Gucken wir mal, ob wir den noch irgendwie für was nutzen können hier. Ich schau mal kurz den einen Weg runter, den ich aufgemacht habe. Genau, schau du mal den Weg, den du aufgemacht hast runter. Ich guck der, weil... Kann der vielleicht Sachen werfen oder so, Explosive? Was kann der? Warum können wir den kriegen hier? Was bringt der uns? Oh, ich hab noch irgendwas. Oh, ich bin außer Reichweite, glaube ich. Aber ich glaube, der bringt uns tatsächlich gar nichts. Ciao, ciao. Hey, ganz ruhig! Ah, ich brauche... Ah, hier ist Batterie. Hier ist Batterie? Wenn du eine Batterie brauchst, habe ich hier was für dich. Okay. Ich glaube, die musste eher eingesetzt werden, wo du gerade eben warst. Ich komme mal zu dir. Du bist links rein, gell? Ja. Es ist schon ein Bonusweg, den wir hier gefunden haben. Doch, doch. Weiß ich nicht. Doch, doch. Das muss ein Bonusweg sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, schon. Weil die Markierung zeigt die ganze Zeit auf die andere Seite. Und daher bin ich davon überzeugt, dass das hier ein Bonusweg ist. Im ersten Raum gab es auch nichts mehr sonst. Okay. Es ist wirklich nur ein anderer Weg hier durch. Die kannst du auch aufmachen. Aber ich glaube, den anderen Weg müssen wir dann gar nicht mehr gehen, oder? Wie einfach die ganze Wand immer gleich mit einem Lichtschwertet hier. Ja gut, mit dem mal 8 Multiplikator ist das jetzt nicht mehr ganz so schwierig, hier wahre Jedi zu werden. Aber gut, dass wir den jetzt schon haben, den mal 8. Okay, hier sind wieder einige Ugnots hier, die hier so lustig rumstehen und irgendwie nicht so wirklich was hier beitragen können. Ups. Ah, die haben auch noch Angst hier. Können wir da oben noch? Ah, da oben kann ich noch drauf. Ah, nee, mit der Macht kann ich... Kann man überall nur Sachen reinschmeißen. das war so geplant. Oder kann man sich... hier könnte man sich normalerweise mit dem Lichtschwert wahrscheinlich irgendwie noch rein... Ach, hier kann man hochklettern. Drabu hat noch was gefunden. Ich habe auch noch was gefunden. Oh, Minikit hast du gefunden. Sehr gut. So, hier müssen wir uns eigentlich dranhängen. Irgendwie... Ah, nee, hier draufstellen. Du kannst... Okay, es bleibt auch offen. Wir rutschen hier. Es ist sehr ruhig. Besorgtes Piepen. Oh nein, da brauchen wir C3PO. Schade. Also die Frage, wo jetzt Vader wieder lauert. Ob wir hier seid, der sich schon wieder versteckt. Ich glaube, ich schätze nicht da. Doch, da. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Du vermagst deine Angst zu beherrschen. Lass deinem Zorn jetzt freien Lauf. Lass mal. Wir sind gerade gar nicht so zornig. Haha, schöner Treffer. Oh, nicht so schön. Daneben. Ja, ich befürchte, du musst jetzt ein bisschen erkunden wieder, weil ich... Dahinter ist auch ein Minikit wieder hinter dem Ding, oder? Ah ja, haut eh schon ab, okay. Ja, geh mal ruhig weiter, Vader. Ich kann hier schon wieder Zeug auf ihn schmeißen. Ich würde gerne Zeug auf ihn schmeißen. Ach nee, er schmeißt Zeug auf mich. Das kannst du natürlich auch machen, Vader. Kriegst du alles zurück hier. So. Schön auf ihn das Zeug rausschmeißen. Eins können wir nicht kriegen. Das ist für C3PO, gell? Oui. Schmeißt du gerade schon wieder hoch hier? Was? Ich habe mit Vader geredet. Der schmeißt schon wieder Zeug hier rum. Oh, ich habe, glaube ich, irgendwas... oder war es... Nee, ich glaube, ich habe eine Herausforderung gerade geschafft. So, schön geblockt hier. Der geht daneben. Da können wir wieder schön den Rücken fallen hier. So, geht das doch hier. So, wird man mit Vader fertig. Ich glaube, er hat schon wieder genug von mir.
Aua. So, weg mit dir. Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Der Teddybär. Oh no. Was war das gerade eben? Ich muss mich daran erinnern, was Yoda mich gelehrt hat. Kein Zorn, keine Furcht. Los, R2, hinterher. Ach so, was soll ich denn machen? Ein Held der Republik. Nein, das können wir beide nicht machen, weil wir beide keine Helden sind. No. Dafür gibt's freies Spiel. Sollen wir da aber nochmal rein da oben? Auch nicht, gell? Aber das ist halt fies, wenn du durch Vader da oben so aufgehalten wirst und deswegen kaum was erkunden kannst. Obwohl du es eigentlich möchtest. Das ist witzig, weil das Level gab's ja quasi auch in der kompletten Saga. Nur hat man es dann halt von der Seite quasi hier gesehen gehabt. Und jetzt spielen wir das Level quasi aus der Eco-Perspektive. Das ist schon cool. Wall Run! Wall Run! Jawohl! Wall Run! Super Wall Run! Nice! Muss ich diese Putzdinger hier kaputt machen? Ist auch relativ selten eingesetzt, wenn man 1 von 3 oder sowas braucht. Was ist passiert? Ach, da werden alle drei wahrscheinlich gleichzeitig runtergefahren. Okay. Gut. Meinst du, es hat irgendeinen Sinn gehabt? Ja. Okay. Ich folge dir mal ganz unauffällig hier weiter. Warum fliegen hier TIE Fighter rum? Warte mal, die müssen wir safe abschießen. Warte mal. Kommt da noch mehr? Willst du die abschießen? Nicht wert. Ah, ja. Ich will... Ah, shit, doch, da kam nur einer, oder? Den hätten wir kriegen müssen. No. No. Du bist so paranoid. Ja, ich bin da sehr paranoid, was die Herausforderung hier angeht. Kommt da echt keiner das mehr? Das ist noch nicht freies Spiel, das ist einfach nur Story. Kann nicht sein, dass da nur einer kommt, Mensch. Frechheit. Den hätten wir kriegen müssen, den einen. Selbst den Teil haben sie. Ah! Wo ich kann ihn spüren. Ah, warte mal, da laufe ich dahin, wo er ist. Das ist schlecht, wenn ich dahin laufe. Komm raus, Vader! So, gucken wir lieber uns nochmal ein bisschen um hier. Der große böse Sith Lord versteckt sich vor einem kleinen Jungen von der Farm? Na, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier reinzumarschieren, oder? Boah. Da können wir noch mal ein bisschen Knöpfe drücken. Knöpfe drücken ist immer toll. Knöpfe drücken! 410, 411, 4A! Hoppla! Entschuldigung, Jungs. Nice. Okay, auch da muss man mal reinschauen. Vielleicht ist er hier drin. Wer braucht so viele Umhänge? Wir haben Lennys Umhanglager gefunden. Das war der falsche Raum. Sicher? Das war der richtige Raum, hier ist ein Minikit drinne. Da, 3 von 5. Ist er... Oh Gott, ich weiß nicht, ist er hier drin? Nein, bestimmt nicht, Len. Okay. Yes! Oh mein Gott, Siona. Ja, okay. Du hast den Spielraum der Ugnaughts gefunden. Der Ugnaughts? Ja, die haben da gerade, da hatten sogar Erhaki gehabt. So, vielleicht, dann kann er ja eigentlich nur noch hier drinnen sein, oder? Oder ist er da drinnen? Und er ist da drinnen. Du bist geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Warum hat er sich überhaupt versteckt für uns da? Guck mal, das ist ein blauer Stein, der da noch war. Hinter mir. Genau da, an der Dings, genau, da war noch ein blauer Stein. wenn wir schon da sind hier. Ja, renn ruhig weg. Ah, das ist schon eine ganz andere Dimension jetzt an Steine, die wir jetzt mittlerweile hier einsammeln. Lass dich nicht zerstören, wie einst Obi-Wan. Hey, das ist der Druide, den wir suchen. hi. Oh, Condor verkackt. No. Oh, shit, schon wieder verkackt die Zwischensequenz. Nein, lass mich los. Okay, er hat den Highground. Jetzt bin ich verloren. Kann ich dir helfen, oder? Nee, ich glaube, du musst gegen Vader kämpfen. Okay. Und damit ich auch Beschäftigung habe, habe ich hier Sturmtruppler. Die Fitness-Truppler hast du quasi noch. Genau. Okay, verstehe. Vielleicht gibt es eine Herausforderung, wenn du alle besiegt hast oder so. Ich warte mal kurz. Ja, du bist ja eh ein großer Kämpfer hier, wie ich das sehe. Also von daher überhaupt kein Problem. Len kontert hier einen am anderen aus. Lass mich los, Vader. Lass mich los. Oh, 39er-Kombi macht der Len hier. 42er-Kombi, ja, Wahnsinn. Da können sie abwehren, so viel sie wollen. Dat Mutz. So, ich gehe jetzt mal hier auf Vader. Aua, oder der geht auf mich.
fließender Übergang. Du sammelst meine Stats wieder ein, wenn ich sie schon liegen lasse, finde ich gut. Oh, blocken. Ah, den können wir nicht blocken. Oh, was passiert hier? So, reingehauen in Vader, würde ich sagen. Oh ja. Nein. Der macht schon echt ordentlich Schaden, muss man sagen. Der hat richtig, richtig schlechte Laune, verstehe ich gar nicht. So, liegt virtuell. Hab mal geblockt, wieder erfolgreich. Jawoll. Oh yeah. No. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein. Ich bin dein Vater. Nein. Das ist nicht wahr. Niemals. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Oh. Was? Oh nein! Achso, deswegen springt er runter. Das war in dem Trailer damals noch anders. Leia! Luke, wir müssen sofort zurück. Die Sturmtruppen, die da unten noch waren, gerade eben. Schön. Bereit für Lichtgeschwindigkeit. Sie sagten, sie hätten es hingekriegt. Na, wenn sie R2 nicht hätten. Tja. Die ganzen Minimodelle hier. Mikrofighter. Das sind die Mikrofighter übrigens. So sehen die aus. Luke, wir sind bereit für den Start. Viel Glück, Lando. Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kopfgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch. Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder. Der Handschuh links oben, Thanos. Wir werden Hahn finden, das verspreche ich. Oh. Oh Mann, selbst die Szene haben sie wieder übernommen. Das Imperium hat versucht zurückzuschlagen, aber wir haben uns hier nicht verprügeln lassen. Wir haben erfolgreich Star Wars Episode 5 abgeschlossen. Nice. Was konnten wir dadurch enthüllen? Das freie Spiel haben wir auf jeden Fall freigeschaltet. So, was gab es dafür? Steinchen auf jeden Fall haben wir wieder. Jawoll. Jawoll. Mal 8 ist das schon mit einem Level fast schon die Million, ey. Ja gut. Kann man machen. Kann man machen auf jeden Fall. Das kriegst du zurück. Ja, das kriegst du auf jeden Fall zurück. Ah, höchst beeindruckend waren wir leider nicht. Schade, schade. Aber wir haben zumindest einen Namen. Höchst beeindruckend. Wenigstens etwas. Minikit-mäßig lief es, glaube ich, auch ganz okay. Ja, doch, Minikit, ist okay. Zwei, die wir nicht bekommen konnten. Ist okay. War beides irgendwelche andere Charaktere, die wir da brauchten. Ganz sicher, ganz sicher. Lando als Schurke haben wir noch bekommen. In Han Solos Kleidung. So, also man kann in Han Solo Carbonit kann man kaufen. Gott. Kein Captain Rex, aber ein Han Solo und Carbonit. Okay, das, wie der sich spielen lässt, da bin ich auch mal gespannt drauf. Aber schön, dass sie den auf jeden Fall mit eingebaut haben. Irgendwann werden wir uns den auf jeden Fall auch kaufen. Und es ist wirklich so, wir werden jede Episode besser. Jetzt sind wir schon bei 76%, die wir geschafft haben gerade eben. Das ist echt krass. Ist echt jede Episode. Ob wir denn die letzte Episode, Episode 9, dann auf 100% schaffen? Bin mal gespannt. Ja, Episode 5 war überraschend teilweise von den Leveln. Also insbesondere das erste Level fand ich sehr überraschend, dass man da direkt auf Hoth noch, Hahn suchen musste, Luke suchen musste. War eigentlich ganz cool gemacht, fand ich. Also es war ein bisschen unerwartet, aber ganz cool gemacht. Also ich muss sagen, levelmäßig hat mich jetzt, und auch so von der Story, was drin war, muss ich sagen, hat mich Episode 5 jetzt eigentlich doch ziemlich überzeugt. Doch, fand ich gut, die Level waren auch ein bisschen länger, es hat sich mehr wieder ein bisschen wie die komplette Saga angefühlt, was für mich immer ein positiver Punkt ist. Nicht so viele rumgerennt in der freien Welt, also außer bei Yoda ein bisschen, aber sonst, nö, hat sich, war gut, ich fand's gut. Wie hat's dir gefallen, Episode 5? Das waren ja schon zwei Wörter vom Len. Es waren sogar drei Wörter, okay. Nein, das ist dreimal das gleiche. Achso, das ist dreimal das gleiche, okay. Okay, gut. Ich versuch's noch zu entziffern, aber ihr versteht bestimmt, was er meint. Wie hat's euch auf jeden Fall gefallen? Schreibt in die Kommentare, wie euch die Episode 5 gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall bei der Rückkehr der Epi-Ritter. Bei der Rückkehr der Jedi-Ritter in Episode 6. So,
der sieht aber sehr schick aus da, der. Oh, der Ewok. Oh, der weg. Lass den Ewok gewinnen, genau so ist es. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!